Was ist ein mobiler DJ? Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? In diesem Video gibt es die Antwort. Los geht's nach dem Intro. Mein Name ist Mike. Ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und in diesem Video dreht es sich um die Frage, was ist eigentlich ein mobiler DJ? Dieser Begriff ist dir bestimmt auch schon mal zu Ohren gekommen. Der Begriff mobiler DJ ist schon etwas veraltet und heißt so viel, dass ein DJ mobil zu dir kommt, deswegen der Name mobiler DJ, und dass er deine Partys bei dir vor Ort spielt. Ja, es gibt sogar noch einen Begriff, der ist noch älter und der heißt rollende Disco. Der kommt noch aus Zeiten, da hat man sich eine Disco auch mal zu Hause für seine Party gewünscht und dann kam der DJ als rollende Disco zu dir nach Hause. Heute sind diese Begriffe veraltet und man nennt uns eher Event-DJs, weil wir ja Events bespielen. Darunter ist gemeint solche Events wie Hochzeiten, Geburtstage, Firmen-Events, Bars, Kirmes, Shisha-Events, also in Shisha-Bars einzelne Events. Mit Event-DJ ist aber dasselbe gemeint wie mobiler DJ oder auch rollende Disco. Das sind dieselben Dinge mit gemeint. Und natürlich kann man das jetzt auch nochmal unterteilen. Und es gibt da auch jeweils Spezialisten für diese einzelnen Bereiche. So wie zum Beispiel Hochzeits-DJs, Geburtstags-DJs, Booking-DJs, das sind übrigens die für die Firmen-Events. Ich bin zum Beispiel im Spezialgebiet Hochzeiten tätig. Ich bin ein Hochzeits-DJ. Dafür bin ich auch Experte. Und jedes dieser Events hat andere Ansprüche an die Party. Eine Hochzeit ist eben doch nochmal anders da als eine Firmenfeier. Ein Geburtstag dann auch nochmal anders da als zum Beispiel eine Kirmes. Eine Hochzeit hat beispielsweise die Familie und Freunde des Brautpaares zu Gast. Da hast du verschiedenste Generationen. Plus noch so Dinge wie Hochzeitstanz, Brautstrauß werfen, Tortenanschnitt und noch viel, viel mehr. Sowas gibt es auf einem Geburtstag oder Firmenfeier zum Beispiel gar nicht. Eine Firmenfeier dagegen hat oft nur einen begrenzten Alterstyp vor Ort. Gerade wenn du zum Beispiel ein Start-up hast, was diese Firmenfeier ausrichtet. Dort sind oft Kollegen und keine Familie. Die arbeiten ja zusammen, die sind nicht verwandt. Zumindest meistens nicht. Ein Geburtstag kann dann auch wieder nochmal ganz, ganz anders da sein. Und es macht schon einen Unterschied, ob du einen 30. Geburtstag oder einen 60. Geburtstag hast. Denn auf beiden muss ganz unterschiedliche Musik gespielt werden. Und jedes Alter hat auch einen ganz anderen Anspruch an die Party selbst. In einer Bar oder auf einer Kirmes ist das dann auch schon wieder ganz, ganz anders. Oder spielst du in der Shisha-Bar dieselbe Musik wie auf Tante Inges 60. Geburtstag? Und ja, es gibt deutliche Überschneidungen zwischen dieser Art von Feiern. Ein mobiler DJ hat es leichter, mit Fokus auf Hochzeiten auch mal einen Geburtstag zu spielen, weil sie einer Hochzeit halt ähnlicher sind als zum Beispiel einem Festival oder einem Club oder einer Disco. Und dennoch habe ich jetzt noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Und zwar für die jeweilige Party ein Experte in diesem Bereich zu werden. Das ist ungemein wichtig, gerade bei uns in der Event-DJ-Branche. Ja, die meisten DJs behaupten, die können alles. Wie ich schon sagte, ist das auch alles sehr, sehr ähnlich. Aber wer Auto fahren kann, muss nicht auch ein guter Motorradfahrer sein. Oder ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war mal ein ziemlich guter Inline-Skater früher. Aber auf einem Skateboard kann ich nicht gut stehen. Obwohl es doch sehr, sehr ähnlich ist. Der Experte in einem Gebiet ist der, der wirklich Ahnung hat. Und auch der, der zuerst gebucht wird. Freunde, ich sage das jetzt nochmal, das ist wichtig. Der Experte in einem Gebiet ist der, der wirklich Ahnung hat
und auch der, der zuerst gebucht wird. Nicht der, der als DJ alles macht, so wie Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeier, Kirmes, Bars, Stadtfeste und. Nein, du wunderst dich, warum immer andere gebucht werden? Genau daran könnte es liegen. Das nennt man Positionierung. Ja, ich habe die Tage sogar einen DJ in einem Coaching gehabt, der macht sogar noch Zauberer, Stand-up-Comedy und spielt sogar noch Geige. Hey, ist geil, wenn man so viel Talente hat, aber dann wirst du nichts davon als Experte wahrgenommen. Für nichts davon wirst du als Experte wahrgenommen. Ich habe auch einen Inder hier bei mir in der Straße, der bietet Pizza, der macht Nudeln, der macht Schnitzel, der macht Burger, Fisch, Salate, Pommes, der macht sogar Döner. Aber wenn ich eine gute Pizza essen will, würde ich dann lieber zu ihm gehen oder zu dem guten Italiener am anderen Ende der Straße? Das ist Positionierung. Und bei uns DJs ist das auch so. Nimm einen Experten für Geburtstage und er wird deinen Geburtstag richtig rocken. Nimm einen Experten für Hochzeiten und er wird deine Hochzeit richtig gut rocken. That's it. Mehr ist das nicht. Und den letzten Tipp, den ich für dich habe, wenn du im DJing auf Hochzeiten besser werden willst, womöglich sogar ein richtiger Experte darin werden willst, dann lade ich dich ein, dir meine DJ-Schule mal anzusehen. Das ist eine Hochzeits-DJ-Schule, die du ganz einfach von zu Hause aus nutzen kannst per Homeschooling. Klick einfach mal unter das Video hier auf den Link und dann sehen wir uns eventuell dort wieder. Bis dann, mach's gut, der Mike.